Hallo liebe Gartl- und Werkeln-Fans, es ist wieder Zeit, dass wir unsere Gartenscheren schärfen. Heute werden wir es zerlegen und schärfen und wenn euch das interessiert, nach dem Intro geht's weiter. Ich habe euch heute drei verschiedene Modelle mitgebracht. Die Gardena-Schere vom letzten Mal, die wir geschliffen haben, da haben wir das Schneidblatt nicht ausgebaut, einfach mit einem kleinen Schleifstein drüber geschliffen, hinten den Grat abgezogen und das war's. Das Problem dabei ist allerdings das, wenn ihr das so macht und im eingebauten Zustand schleift, dann hast du das Problem, dass die Schleifpaste, also der Metallabrieb und der Steinabrieb, in die Gelenke einrinnt, einrutscht. Das ist wie ein Sound und das fängt dann so zum Knirschen an und im Endeffekt reibt es da die Gelenke auf und die Gartenschere kriegt ein Spiel und irgendwann ist sie dann so locker, dass sie kaputt ist. Heute werden wir das Ganze zerlegen und wie es so ist, braucht jede Gartenschere natürlich sein eigenes Werkzeug. Es ist halt einfach einmal so, meine Lieblingsschere, die Gardena-Schere, braucht zum Beispiel einen 13er Ring- oder Maulschlüssel. Beim letzten Mal habe ich so gebrochene Schleifsteine genutzt, den werden wir heute auch wieder nehmen. Wir brauchen dazu ein Plastik- oder ein Metallgefäß, was ihr als Wasser rein tun könnt. Ihr dürft dann die Schleifsteine einweichen für 15 Minuten, 20 Minuten. Bis keine Luftblasen mehr aufsteigen und dann ist der Schleifstein verwendbar. Wir nehmen heute wieder eine mittlere Körnung, das dürfte sein so 250-300 um und ein bisschen einen feineren Schleifstein, der hat so, steht nichts um, aber es wird so 400 bis 600 so in der Größenordnung sein. Den werde ich jetzt einmal einweichen und wenn die keine Luftblasen mehr haben, dann können wir starten. Als erstes zerlegen wir die hochwertige Gardena-Schere. Die anderen brauchen wir dabei nicht. Das ist ganz einfach. Aufmachen. Die Feder kann man zusammenziehen. Und dann fallen die zwei Hälften auch schon auseinander. Da ist die fixe Seite um. Und auf der Seite ist das Schneidblatt um. Da braucht man noch einen 3 mm Imbus, habe ich gerade gesehen. Und dann ist die Schneide auch schon ausgebaut. Ihr seht, das ist jetzt kein großer Aufwand. Die zwei Griffstücke, die Schneide und das Gegenstückel, die Feder, die zwei Schrauben. Im Prinzip jeder, der keine zwei linken Hände hat, bringt das zusammen. Damit wir das reinigen können, braucht man einen Fetzen, einen Reiniger. Das Gegenstück reinigen wir ebenfalls einmal grob. Das Scherengelenk besteht aus einem Bolzen, wo die Schraube reinkommt. Das wird nur so durchgeschoben. Das kann man zerlegen. Zum Reinigen habe ich hergenommen ein ganz normales WD-40 bzw. ein Standardbremsenreiniger. Man kann natürlich auch eine Kettenwissenschaft daraus machen und das bis aufs blankeste Metall reinigen. So viel Zeit habe ich aber nicht und ihr auch nicht. Eine Grundreinigung reicht. Damit der Schleifstein nicht verrutscht, nehmt ihr ein altes Handtuch als Unterlage. Legt es hin, vielleicht noch so ein Gummi-Anti-Rutschmatten, das ist wie beim Besteckladel. Beim Ikea kriegt es zum Beispiel oder beim 1-Euro-Shop oder irgendwas. Nehmt euch einen Schleifstein, ich nehme gleich einmal den Schleifstein mit der feinen Seite nach oben. Dann nehmen wir die demontierte Klinge, das ist ja die, was wir das letzte Mal geschliffen haben. Da braucht man nur ein bisschen nachkorrigieren, hinten abziehen und das war es im Prinzip. Und damit wir wissen, wann wir zum Schleifen haben, brauche ich noch einen Filzstift. Ich markiere mir die Schneide einfach einmal, damit ich sehe, wo ich zum Schleifen habe. Ihr habt die Möglichkeit, dass von vorn nach hinten schleift oder von hinten nach vor, je nachdem, wie ihr das gerne möchtet. Ich mache es von vorn nach hinten. Dann kann ich genau da einhaken. Bei dem Eck, da ist ein Absatz, da hake ich einfach ein und ziehe die Schneide in einer Drehbewegung nach hinten und immer wieder den Schleifstein leicht befeuchten. Dort, wo kein Filzstift mehr um ist, dort haben wir es schon erwischt, auf der hinteren Seite müssen wir noch. Ihr fühlt den Winkel, wie die Originalschneide ist, fixiert es. Ihr nehmt zum Beispiel Daumen und Zeigefinger, zwickt das Schneidblattl ein
Und mit dem Zeigefinger fährt es im Prinzip als Führung dem Stein entlang. Und dann und hinten auf die hintere Seite, auf die Glotteseiten, drückt es mit einem Finger drauf. Ihr könnt es natürlich so lange machen, bis die ganzen Scharten, ich habe da teilweise noch so Scharten drinnen, auch weg sind. Es ist dementsprechend mehr Aufwand. Wenn ihr das nämlich mit Sicht zur Schneide macht, dann seht ihr zumindest, was mit den Schleifsteinen noch hin ist. Das Ganze macht sie einfach so lang, bis, wenn sie wo jetzt vorn alle Scharten weg sind, da hat sie immer wieder mit dem Stift markiert, damit seht ihr, wo schleift. Es fängt normalerweise ganz vorne an der Schneide dann so leicht zum Spiegeln an. Wenn es noch so gräulich ist, dann ist es noch nicht ganz scharf. Wenn es aber dann Spiegelglanz kriegt, dann ist es wirklich scharf. Ihr merkt es dann, wenn es drüber fährt und es fängt schon ein bisschen zum Schneiden an. Ihr könnt auch dann eure Haare wegrasieren probieren. Wenn die weg sind, dann ist es scharf. Ihr macht es auf alle Fälle so lang, bis auf der Gegenseite, also auf der flachen Seite, sich ein kleiner Grat bildet. Ihr merkt es dann, wenn es drüber fährt, die Scharten werden weniger und der Grat auf der Glottenseite wird ein bisschen mehr. Wenn das der Fall ist, nehmt ihr dann einen glatten Schleifstein oder vielleicht habt ihr ja nur ein Schleifpapier, 1000er, 1200er, also Wasserschleifpapier, geht genauso. Legt es dann mit der flachen Seite quasi auf und zieht es den Grat auf einen nassen Schleifstein natürlich zu euch her, ohne dass ihr den Winkel ändert, das muss glatt aufliegen. Und somit wird die hintere Seite wieder glatt, der Grat an der Schneidenkante quasi ist weg und die Schneide wird dementsprechend scharf. Wenn ihr das dann ein paar Mal macht, mit jedem Durchgang wird das Schneidstiegel einfach dann schärfer und so scharf, wie es ihr gern haben möchtet, so scharf macht es einfach. Da gibt es keine Regeln und wenn ihr es nicht ganz genau macht, wird es auch wurscht sein. Hauptsache, es ist schärfer wie am Anfang. Die Übung macht, man kann im Prinzip nicht großartig was falsch machen. Das Gegenstiegel sollte ebenfalls glatt sein. Ihr seht es da. Da gleitet ja quasi die Schneide vorbei. Und da sollten ebenfalls keine Scharten drinnen sein. Für das nehme ich das einfach. Tue meinen Schleifstein wieder befeuchten. Nimm das ganze Zeug und fahre auf der glatten Seite ebenfalls ein paar Mal hin und her. Wenn ihr große Scharten drinnen habt oder irgendeinen Draht zum Beispiel mitgeschnitten habt, müsst ihr dementsprechend mehr und genauer arbeiten, als wenn es nur einmal zum Reinigen und zum Putzen ist. Das ist wieder halbwegs glatt. Der Zaunbau natürlich wieder in gegengleicher Reihenfolge. Wenn ihr nicht mehr wisst, wie ihr es auseinandergebaut habt, schaut auf euch ein Handy nach, ihr habt es eh dokumentiert und macht es halt gegengleich. Für das Griffstickel mit dem fixen Teil, das fügt sich einfach einmal zusammen, geht eh normalerweise nur in einer Stellung, dreht es um, da ist die Fixierschraufen, das ist wie gesagt ein 4er Imbus, nehmt es den einmal, positioniert es den und zieht es den einmal so handwach an. Also nicht jetzt voll, dass man das dann auch, wenn das zusammengebaut ist, ordentlich fixieren kann. Das ist einmal der erste Teil. Das Gelenkstickel, da mal ein bisschen einsprühen mit einem Öl. Ihr könnt natürlich auch Fett oder sonstige Schmiermittel nehmen, was ihr gerade habt oder wollt. Ihr könnt zum Beispiel auch so ein Waffenöl hernehmen oder Nähmaschinenöl geht auch, aber ihr müsst halt schauen, dass es nicht verbicken anfängt. Es geht normalerweise nur in einer Stellung rein. Das wäre verkehrt. So geht es rein. Fixiert das. Nehmt die zweite Schraufe, so dass das einmal angezogen ist. Prüft das Gelenk auf Leichtgängigkeit.
Die beweglichen Teile werden wir einfach ein bisschen einölen. Das überschüssige Öl, das da jetzt zu viel ist, das macht dabei gar nichts. Das wischen wir noch und ab, so dass die Schere dann leichtgängig funktioniert. Man merkt auch, es rauscht nichts mehr, es raffelt nichts mehr, weil wir ja den Dreck, der da in den Gelenk war, den Schleifstaub und Schleifpaste, außer da haben. Jetzt dreht es wieder um. Wenn Sie natürlich jetzt da die Schrauben in das Ölgewinde einschraubt, dann müsst ihr das öfter festziehen. Geschickter ist es, wenn Sie das vorher zusammenbaut mit einer Schraubensicherung, dann braucht ihr keine Angst haben, dass ihr das verliert. Ihr braucht dann einen Fetzen, was das ganze Zeug dann abwischt. Zum Schluss kommt dann noch die Feder rein, die wird einfach in die eine Seite und die andere Seite eingespannt. Ihr dürft einmal die Schere auf Leichtgängigkeit testen. Vorsicht beim Drüberwischen, dass es euch nicht schneidet. Jetzt ist sie mittlerweile super scharf. Wir können vielleicht ein bisschen lockerer machen noch. Die restlichen Schrauben ziehen wir an. Besser. Ihr prüft dann noch die Verriegelungsmöglichkeit. Die funktioniert. Und damit ist die erste Schere fertig. Es war jetzt keine Riesenhexerei. Und der obligatorische Test darf natürlich auch nicht fehlen. Ich habe da wieder so irgendeinen alten Stecken, der schon super austrocknet ist. Und schneit. Und die Gartensaison kann schon kommen für dich. Das war es auch schon wieder gewesen für heute. Ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können, ihr habt einige Informationen brauchen können, ihr habt gesehen, das ist jetzt nicht der Mörderaufwand gewesen. Und wenn ein Klingen schon stumpf ist, mehr als wie noch stumpfer, könnt ihr es eh nicht machen. Also ihr werdet 2-3 Anläufe, vielleicht 5 Anläufe brauchen, damit ihr wieder einen Schneid aufkriegt. Aber macht es einfach selber, ihr müsst halt immer alles neu kaufen. Und die einfachste Variante ist natürlich ein Ersatzklingen einstecken, aber das ist in der Regel nicht notwendig. Ein Schleifstar kostet nicht viel, so ein Universalschleifstar kostet vielleicht 10 bis 20 Euro, wenn überhaupt. Und den habt ihr normalerweise ein Leben lang. Ich hoffe, das hat euch gefallen soweit. Wenn ja, Daumen auf, schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr noch was wissen wollt. Falls ich irgendwas falsch gemacht habe, oben in die Kommentare. Und ja, über ein Abo würden wir uns freuen, wenn euch das interessiert hat. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund, es kommt sicher noch was.